überaus positiv natürlich. Mit zwei Podestplätzen in zwei unterschiedlichen Disziplinen war das echt eine gelungene Saison und auch mit den Platzierungen am Ende von der Saison jetzt mit der Weltranglistenposition im Slalom 8., im Riesenslalom 7. Das ist echt richtig ordentlich und macht natürlich Geschmack auf mehr. Mhm. Wenn Sie sich an den schönsten Moment in der Saison erinnern, welcher wäre das? Das war sicher Beaver Creek, der dritte Platz, weil er ziemlich überraschend gekommen ist und weil es auch Anfang der Saison war und von dem her war das eine gewisse Initialzündung für die ganze Saison. Mhm. Sie starten gerade bei den deutschen Meisterschaften und fahren da auch gegen sehr junge Nachwuchstalente, die gerne mal dahin möchten, wo Sie gerade sind. Was würden Sie denen mit auf den Weg geben wollen? Einfach mit Spaß an der Sache zu sein und der Leistungsgedanke, der sollte dann schon auch im Vordergrund stehen, aber die Freude sollte überwiegen, weil es ist doch ein sehr, sehr schöner Sport, Ski Alpin und ist ein Freiluftsport und er gibt einem sehr, sehr viel zurück einfach. Und mit dem Abschneiden jetzt bei dem Riesenslalom hier, bei den deutschen Meisterschaften, sind Sie zufrieden? Ja, das ist eher für die Materialtests gedacht, jetzt die deutschen Meisterschaften. Ich schaue jetzt eben die neuen Ski, probiere jetzt, wie die funktionieren im nächsten Jahr und von dem her sehe ich das eher als Training, aber natürlich auch als Anreiz, dass ich da weit vorne bin auf jeden Fall.